viele Minuten. Ich weiß noch nichts. Ich habe nichts gesehen. Mein Name ist Hase, Bugs Bunny. Ich habe lange Löffel. Du möchtest wohl auch gerne unter meinem Auflieger parken mit der Honda, oder? Ob man das wohl essen kann? Gibt es denn hier nirgends? Habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich einen Einkaufsmarkt suche? Ja, ne? Ach, das ist ein Witz eigentlich. Ich habe den Kühlschrank voll mit Essen. Oh, ich nicht. Kann ich drauf verzichten. Morgen nur. Naja. Rechne ich mal ganz kurz durch. 16 Uhr haben wir ungefähr. 16 oder 6 haben wir eigentlich. Schafstedt. 16 Uhr. 9 Stunden dazu. Ja, 1 Uhr nachts. 1 Uhr. Von 1 Uhr bis 8 Uhr. Ne? Gut. Davon abgezogen 4 Stunden. Ja. Passt. Wenn ich bald einen Parkplatz finde oder einen Einkaufsmarkt, eins von beiden. Wird kritisch. Also Parkplatz. Der nächste Parkplatz kommt hier. Bringt alles nichts. Egal, wurscht. Dann verdursten wir halt. Ist mir doch egal. Ich vorhin beim Disco einkaufen, da kam ich aber nicht mehr hin, da musste ich links, nein, rechts musste ich abbiegen. Links war der Disco und rechts musste man. Es ging ja nur nach rechts über. Ich durfte ja nicht nach links, sonst war ich mal kurz. Naja, egal. Und bei der Norma hätte ich auch gerne eingekauft. Aber wir hatten ja keine Zeit. Ist Scheiß Termin. Egal. Oh, Parkplatz mit Scheiße aus. Wenn noch was frei ist. Jetzt um die Uhrzeit. 16.08 Uhr. Wir sind 8 Minuten drüber. Querfurter Platte, 1000 Meter. Na schön. Morgen früh wache ich auf, fahre noch einen Kilometer bis zur nächsten Ausfahrt und dann kommt dann Medica. Danke. Hätte ich auch einkaufen können. Schnauze. Sempre dritto per 85 km. Schnauze, du Heufel Elend.
Wo stelle ich mich hin? Stelle ich mich hier hin? Oh, guck mal. Das ist nicht von ihm. Das ist ein bisschen knapp, hä? Wie mir scheint. Naja. Wer zahlen muss, warum nicht? Ja, lassen wir es so. Würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute. Ganz einfach. Punkt, fertig. Aus. Dann sehen wir uns morgen früh, wenn es wieder losgeht. Und weiter geht's dann nach Soest. In 4 Stunden und 2 Minuten Fahrzeit. 299 Kilometer. Ja. Schauen wir mal. Bis dann. Ciao. So, moin moin zusammen. Es ist 4 Uhr gleich. Ja. 3 Uhr 52, um es genau zu sagen. So, wenn ich jetzt noch was sehen könnte, nach hinten. Genau das meine ich. Hinten, mein Licht geht nicht. Ein Kollege steht neben mir rechts. So. Jetzt weiß ich nicht, bin ich an ihm vorbei oder bin ich nicht an ihm vorbei. Thank you.
Unternehmen ist Hand für sich und sagen wir den Fußmarkt-Tipp. Dann haben wir das Produkt aber schon in der vergangenen Woche vorsorglich aus dem Regal genommen. Die deutschen Behörden testen von 5 weiteren Unternehmen fertige Produkte. Die Ergebnisse stehen aber noch aus. Das Pferdefleisch stammt aus Rumänien. Dort wurde es als Rindfleisch gekennzeichnet und exportiert. Die EU-Kommission hat jetzt ihren Landtests bei Lebensmitteln vorgeschlagen, um Etikettenschwindel zu unterbinden. Am Jahrestag der Dresdner Bombennacht hat die Stadt der Opfer gedacht. Zur Erinnerung an den Beginn der Luftangriffe läuteten um 21.45 Uhr alle Kirchenglocken. In der wiederaufgebauten Frauenkirche begann anschließend eine Nacht der Stille.